Der französische Klimaforscher Claude Lorius ist tot. Er starb bereits am 21. März im Alter von 91 Jahren. Lorius war einer der Pioniere der Klima- und der Gletscherforschung. Als einer der ersten hat er den Zusammenhang zwischen den CO2-Emissionen und der Erderwärmung nachgewiesen. Seit den 1950er Jahren unternahm er Dutzende Expeditionen in Grönland und der Antarktis. Die Methode, Luftbläschen in tiefen Eisschichten zu untersuchen, ist ihm zu verdanken.